Hallo und herzlich willkommen zu diesem Let's Play. Wir werden Tennis World Tour spielen. Das Spiel wurde veröffentlicht 2018, ist also schon ein Jahr her, ist aber aktuell im PlayStation Store im Angebot. Ich kann es euch nur ans Herz legen, wenn ihr allgemein so Sportspiele mögt. Nur ich sag euch schon mal vorab, die Steuerung ist ab und zu sehr, 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 sehr nervig. Wir machen hier gerade einen neuen Charakter, wir geben ihm ein kleines bisschen Haare, das ist ein bisschen komisch, die Konfiguration tatsächlich, wie man hier Haare bekommen kann. Das ist ein ziemlich cooler Look. Okay, wir können hier wirklich nur zwischen Asiate wählen, das ist schade. Mal gucken hier. Also ja, das Spiel zeigt schon mal nicht an Stärke in der Charaktererstellung, das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber gut, wir arbeiten mit dem, was wir haben. Wir machen uns hier so eine richtig krasse Augenfarbe und noch ein kleines bisschen dunkler. Ändern aber die Nase. Die Nase geht gar nicht. Ist schon eher sowas. Ja, ein bisschen Wangen, ne? Ein bisschen Wangen. Schmalen Kiefer. Ein bisschen nach oben. Schönen Mund. Oh. Augenbrauen und Ohren, glaube ich, ist vollkommen egal. Wir sind Rechtshänder, werden einhändig schlagen. Dadurch, glaube ich, haben wir eine höhere Reichweite. Wir machen Whip auf jeden Fall. Aufschlagstil 2 und ich glaube, hier war das. Genau, das ist ziemlich cool. Wir werden konzentriert sein. Ich weiß gar nicht, was der Unterschied ist tatsächlich zwischen gelassen und ausdrucksvoll, aber ich mag gelassen. Gelegentlich wollen wir auch mal was hören und wie nennen wir uns? Also wir wollen Schweizer sein, deswegen sollten wir auf jeden Fall so einen richtig schönen schweizerischen Namen haben. Oder nein, wir machen uns Kolumbianer. Ja, ja, das passt. Armado. Mit Vornamen und mit Nachnamen machen wir Amado Quintero, 18 Jahre alt. Und wir machen ihn nicht zum Kolumbianer, sondern zum Mexikaner. Dann sind wir hier die Narcos des Tennis. Wo ist Mexiko? Da ist Mexiko. Und somit wären wir mit der Charaktererstellung fertig. Also, wie ich gerade eben am Sagen war, es ist ein bisschen komisch, die Steuerung, aber ihr werdet es selbst sehen. Wir werden auf Experte spielen. Realistisch habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Ist auch, glaube ich, dann ein bisschen zu lang. Plus, dass man keine Hilfe hat und so. Und die Steuerung ist ohnehin schon schwierig genug. Herausforderer brauchen wir nicht, weil ich mag es eigentlich zu wissen, dass ich das Match nicht wiederholen darf. Und dementsprechend ist das schon ziemlich gut. Wir fangen also direkt unsere Saison an in Januar. Wir haben hier unser Kalender. Dann haben wir noch die Rangliste, wo wir natürlich jetzt gerade aktuell sehr weit unten sind. Und unsere Auswahl Entschuldigung, für die Events, die wir teilnehmen können. Ich würde auch sagen, ich will auf jeden Fall das Orca Open machen und auch versuchen zu gewinnen. Will aber vielleicht bei der Exhibition ein paar Punkte gewinnen. Zumindest ein bisschen Erfahrung. Deswegen starten wir auch mal direkt mit dem Exhibition Game, um ein paar Punkte zu sammeln. An dieser Stelle möchte ich euch daran erinnern, es wäre ziemlich, ziemlich cool, wenn ihr meinen Channel supporten würdet, wenn ihr diese Videos mögt und ihr noch mehr Tennis World Tour Videos sehen wollt. Wie man auf Englisch sagt, smash a like, subscribe. Ich würde mich mega drüber freuen. So, wir spielen gegen Jack Fortin aus Kanada. Level 2. Schauen wir mal, wie gut das läuft.
sauber haben wir den ersten Punkt hinbekommen. Ja, das ist schon mal ein super Start eigentlich in die Karriere. Wie gesagt, ich habe noch nicht so viel gespielt. Ich habe auch noch meine Probleme mit der Steuerung. Also nicht verwundern bitte. Plus, dass ich kein Tennis-Pro bin. Fast wäre ich in die falsche Richtung gelaufen. Nein! Ach, schade. Schade. 1-1. Yep. Sowas passiert auch. Super Schlag an die Linie. Wirklich, wirklich super Schlag gerade. Komm, ein bisschen mehr Power. Schade, 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 schade. Aber 29 Schläge gab es gerade. Aber gut, also wenn wir verlieren, ist auch nicht schlimm, weil ich habe jetzt nicht wirklich erwartet, dass wir bei unserem ersten Spiel hier direkt gewinnen. Ach komm schon, ich wollte in die andere Richtung. Da, genau richtig. Sauber, 2-2. Wir haben aufgeholt. Da, das meine ich. Ah, das war unnötig. Sauber. Ich weiß gar nicht, warum er da stehen geblieben ist. Ziemlich weit das Feld offen gelassen. Das wäre die Führung vielleicht gewesen. Ja. Das kriege ich nicht. A real lesson in how to serve. Six, three. Also ich weiß halt wirklich nicht. Ich krieg den nicht so in die Ecke hin. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Boah. Seven, three. Ich meine, unsere Abwehrpunkte sind natürlich noch sehr, sehr schwach. Also die reichen halt noch gar nicht aus, so wirklich. Um hier irgendwie dem hier überhaupt Konkurrenz zu machen. Aber das Ziel ist ja auch das Turnier und nicht jetzt unbedingt dieses Spiel. Out. He's giving away too many points. Seven, four. Oh, ich hoffe, jetzt kommen nicht wieder zwei seiner Superaufschläge. Nein. Oh, might have been a good idea to let that one go. Four. Er versucht's aber auch, ne? Versucht die ganze Zeit diese Ecke da zu treffen. Komm schon.
Nein, ich war nicht. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus bei unserem ersten Spiel. Aber gut. Es war ja zu erwarten. Sauber. Sauber. Genau so muss sein. Höchste Konzentration hier gerade, um nicht zu verlieren. Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade nicht. Boah. Oh. Mann, das ist wirklich, wirklich schade. Hab wirklich alles Mögliche gerade gegeben, aber unser Charakter ist hier gerade noch nicht auf einem guten Level. So, wir sind aufgestiegen, Level 2. Wir kriegen auch ordentlich Experience Points. Wir bekommen einen Archetyp-Punkt, ein Taktiken-Platzfeld, ein Fähigkeiten-Feld und wir bekommen hier entscheidender Angriff auf Level 1. Das werden wir auch direkt ausrüsten, damit wir dann halt das Turnier starten können. So, ich würde sagen, wir machen erstmal hier. Nein. Wir machen hier unsere Angriff erstmal hoch. Machen definitiv die Fähigkeitskarte rein. Ja, ist ja okay. Vielleicht rüsten wir noch ein kleines bisschen unseren Schläger aus, bevor wir zum Turnier gehen. Aufschlag und Spin. Kraft. Kraft ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil uns wirklich jetzt gerade die Kraft mangelt. Hier kriegen wir Kontrolle. Da verlieren wir ein bisschen am Aufschlag, kriegen aber dafür mehr Spin. Also die Socken gehen gar nicht. Die müssen auf jeden Fall weg. Und dann später müssen wir mal was Schickes einkaufen gehen. Aber jetzt erstmal versuchen wir so, das Turnier zu spielen. Zumindest die erste Runde des Turniers. Und hoffen, in der ersten Runde des Turniers weiterzukommen. Also falls ihr irgendwie Fragen habt oder Tipps habt, wie man besser spielen könnte oder was auch immer, könnt ihr das gerne in den Kommentaren lassen. Und dann werde ich sie auf jeden Fall beantworten und darauf eingehen. Ich sehe hier gerade, Wang Yang ist mein erster Gegner. Schauen wir mal. Sauberer Start. Sauberer Start. 1-0. Die Sache ist halt, der Start ist nicht das Problem, sondern ich muss einfach natürlich dann auch das auch so beibehalten und keine Fehler machen. So wie jetzt. ärgerlich. Weil sonst bringt uns auch der saubere Start nichts. Also manchmal, egal wo du hinziehst, ne, der schlägt dann trotzdem in die Mitte. Das ist unglaublich, aber gut. Die Spielmacher waren nicht der Meinung, dass man das ein kleines bisschen besser machen sollte. Wow. Also gegen diese Aufschläge weiß ich auch nicht, was man da tun soll.
three, two. Nein! Nein, da hatte ich schon so super gespielt. Ah, Leute. Ich weiß wirklich nicht, ob wir weiterkommen. Ich hoffe es. Also ich hoffe es, dass wir weiterkommen. Das wäre ziemlich cool. Weil ich wirklich gerne mein erstes Turnier direkt gewinnen würde. Aber es sieht nicht gut aus. Um ehrlich zu sein. Wow! Puh, das war schwierig. Das war wirklich schwierig, dass er da noch den Ball bekommen hat vorhin. So, 4-3. Jetzt muss ich unbedingt seine Aufschläge stoppen, ne? Spielt er den denn die ganze Zeit in die Mitte hin? 4-4, wir haben aufgeholt. Puh, jetzt müssen wir mal kurz Konzentration, um vielleicht in Führung zu gehen. Sauber. Five, four. Sauber, sauber, sauber. Wir haben wieder die Führung und jetzt können wir auch vielleicht hier mal was Ordentliches machen. Ich war zu nah am Netz. Ich war einfach zu nah am Netz. Sauber. Sauber, sauber, sauber. Amaro Quintero in der Führung. Das war ein super Aufschlag eigentlich von ihm. Also ich weiß nicht mal, wie ich den bekommen habe. Um ehrlich zu sein. Ah, schade. Manchmal frage ich mich, ob der Computer das mit Absicht macht. Weil eigentlich war der Schlag da jetzt gerade total unnötig. Sauber! Aber auch mit ziemlich viel Glück, muss ich ganz, ganz ehrlich zugeben.
He has to stay focused. So, vielleicht schaffen wir es, Leute. Vielleicht gewinnen wir. Mal gucken. Wenn jetzt nicht ein super Aufschlag kommt von ihm. Jawohl, wir haben nicht nur unser erstes Spiel gewonnen, sondern auch direkt das erste Spiel von diesem Turnier. Das heißt, wir werden auf jeden Fall weiterkommen in diesem Turnier. Und ich glaube, an dieser Stelle würde ich auch gerne jetzt hier dieses Video beenden und euch sagen, bleibt einfach dran. Bitte gebt mal ein Like, gebt mal ein Subscribe und guckt euch einfach das nächste Video an, wenn wir in diesem Turnier weiterkommen. Ich danke euch und viel Spaß noch.